everyone, ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein besonderes Video, denn ich darf mitmachen bei der Osteraktion, beim Oster-Countdown. Das bedeutet, jeden Tag kommt ein Video online bis Ostern. Und ich darf den 7. April präsentieren. Am 7. April bin ich dran. Und das ist heute. Gestern war die liebe Ella dran, was Ella macht. Und ja, ihr Kanal ist auch sehr, sehr schön. Morgen kommt Rebis Vlog dran mit ihrem Video. Und ich finde das eine super schöne Aktion von der lieben Mira. Und so habt ihr bis Ostern jeden Tag ein wunderschönes Video von Verlosung, DIYs, Basteln, alles Mögliche, was den Leuten so einfällt an Ideen, was sie so haben. Ich habe auch drei verschiedene Sachen mir ausgedacht, die ich euch gerne zeigen möchte. Und genau, wir fangen jetzt mal mit der ersten Sache an. Und das ist mein Vorraum dekorieren für Ostern. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Und nicht vergessen, alle teilnehmenden YouTube-Kanäle sind unten einmal in der Infobox verlinkt und auf den i. Und es gibt eine Playlist, die ich unten auch in der Infobox verlinken werde. Viel Spaß! Dann starten wir mal los mit dem Dekorieren. Ja, ich habe vom letzten Jahr noch so richtig schöne Stoffblümchen gefunden. Und dann dachte ich mir, vielleicht könnte ich die hier einmal so reinstecken und das hält. Super. Das würde ich jetzt erstmal ringsrum so machen. Alle zwei, sonst ist das auch ein bisschen zu viel. Genau, alle zwei. So würde ich das jetzt erstmal machen. Ich finde das richtig toll. Die haben wir übrigens Gold angesprüht. So, und dann bin ich jetzt schon mit dem ersten fertig. Ich habe auch noch weiße Blüten. Mal gucken, ob ich das Ganze mache oder auch nur unten. Genau, in der Mitte mache ich dann weiße. Die hole ich gleich. So sieht das jetzt aus, das Ganze. Ja, jetzt kommt hier meine Lichterkette hinein. Meine Osterlichterkette, die habe ich mir auch neu gekauft. So, dann habe ich hier noch so einen schönen Osterhasen auf einem gelben Ei. Hatte ich mir auch neu gekauft. Das stelle ich hier oben hin. Das zeige ich euch. So. Und ich dachte, weil die Blumen so schön sind, lasse ich die einfach hier drauf stehen. Passt auch zu den weißen Blüten. Und ich habe hier noch so zwei Osterhasen. Die kann man da auch, glaube ich, noch so ein bisschen, beziehungsweise unten besser hinstellen. Voll süß. Die hatte ich mir auch mal schon, ja, vor ein paar Wochen gekauft. Sind quasi so Osterkränze mit kleinen Ostereiern dran. Holzkränze, auch sehr, sehr schön und bunt. Dann habe ich hier noch so Kerzen. Die sehen auch sehr, sehr schön aus dazu. Und wir können dann ja auch noch mal irgendwie die restlichen Blümchen da noch hineinstecken. Ich glaube, das sieht auch ganz, ganz nice aus. Musik.
So, es ist fertig. Ich finde, es ist gut gelungen. Obere Etage sieht so aus. Untere Etage so. Ja gut, die halten nicht so gut. So, und da ist die andere Lichterkette. Das werde ich jetzt einmal runternehmen, denn ich wollte noch was dahinter dekorieren. So, ich bin jetzt gerade dabei, dass ich hier so eine Bunny-Girlande aufhänge. So, fertig. So, nicht wundern, ich musste jetzt leider eine andere Kamera nehmen, weil die nicht mehr angegangen ist. Auf jeden Fall habe ich hier noch so ein, ja, so einen Osterstrauß sozusagen mit Blümchen und Tulpen und so bunten Eiern. Und die wollte ich jetzt einfach hier in die Vase hineinpacken. So, der kommt hier hin und dann hatte ich mir gekauft so einen schönen süßen Bunny. Die nächste Idee, die ich euch zeigen wollte, ist mit Kreidestiften. Und zwar habe ich hier so eine Vorlage, weil ich kann ja nicht so gut zeichnen. Und deswegen wollte ich das halt mal testen, wie das dann so aussieht. Genau, ich fange mit Weiß an, habe hier verschiedene Farben. Da kann ich dann die Blumen verschieden ausmalen und hier halt auch mit Grün. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist.
mein Bild ist fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Also mir gefällt es sehr, sehr gut und bin begeistert. Also ihr solltet das auf jeden Fall mal nachmachen. Ich habe mehrere Motive noch. Einfach so ein Heft bestellen, dann kann man das super nachzeichnen. Es ist jetzt keine Meisterleistung, aber ich bin damit zufrieden fürs erste Mal. Sehr, sehr schön. Als nächstes möchte ich gerne eine Bunny-Girlande machen. Dazu habe ich hier so buntes Tonpapier in verschiedenen Farben. Das ist auch so ein bisschen dicker, hält dann auch sehr, sehr gut. Gibt es ganz schöne Farben. Ich denke, ich werde mal so rosa und pink nehmen und lila und blau und gelb und grün. Alle Farben, die man sich wünscht, sind hier drin. Genau, was braucht ihr noch? Ein Kleber, ein Bleistift zum Zeichnen. Ein Lineal, Tesafilm braucht ihr, dann Wattepäuschen, ich habe jetzt 100 Stück für die Schwänzchen und Schnur und eine Bastelschere. So, ich habe mir jetzt gerade eine Vorlage gezeichnet und jetzt werde ich das ausschneiden. So, jetzt zeichne ich mir das nochmal nach. So, jetzt muss ich das Ganze nochmal zeichnen. So ungefähr 8-mal. 8-mal. So, Zwischenstand. Ich muss nochmal genauso viele machen. Bitte da nicht auf meine Ausschneidkünste schauen. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte von jedem 2 machen. So insgesamt 12 Bunny. So, jetzt kommt ein Stückchen Schnur dran. Ich habe jetzt die Seiten umgedreht, die nicht so schön sind. Jetzt werde ich das hier einfach mit einem Tesafilm sozusagen dran kleben. So, jetzt nehmt ihr euch so ein Wattepad, Wattebäulchen. Ich habe die jetzt ein bisschen kleiner gemacht. Zack. Und jetzt könnt ihr das dann bequem drauf kleben. So, fertig. Ja, ich finde es ganz hübsch geworden. Man kann auch also größere Abstände machen und dann ist die Girlande dann noch einen Tacken länger. So wollte ich es halt gerne haben, dass das quasi so eng beieinander ist. Und ja, vielleicht mache ich noch eine. Ich finde das sehr, sehr schön und bunt, vielleicht mit anderen Farben. Ja, das waren so meine Osterideen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst allen fetten Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal bei den anderen YouTubern vorbei, die haben auch bestimmt tolle Bastelideen, schöne DIY-Ideen, vielleicht auch Verlosungen. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal bei denen vorbeizuschauen und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben. Bye.